Also am meisten vermisst habe ich letztes Jahr natürlich das Open Air Gampel. Open Air Gampel ist für mich und wie für alle ist zusammen, also im OK wie auch in der Familie, ein ganz grosser, wichtiger Bestandteil vom Jahr. Ich sage sogar immer, das Open Air Gampel ist für mich der Silvester. Also ab Montag nach dem Open Air geht das Jahr wieder los. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht daheim am Tisch mit den Kindern oder mit der Familie über das Open Air Gampel reden. Es gibt eigentlich fast keinen Tag, wo man nicht auf der Straße mit den Leuten über das Open Air redet, sei es, wenn das Programm kommt oder sonst Sachen. Also das ist sicher sehr ein grosser schmerzlicher Verlust gewesen, dass wir das letztes Jahr nicht dürfen machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass meine Bands, so Stefan Heinzmann oder Luca Henne, nicht hat können spielen. Also das war natürlich auch eine ganz komische Situation gewesen, wenn wir eigentlich alle die Bands, die wir schon fix fertig gebucht haben und organisiert haben, einfach plötzlich nicht mehr können stattfinden. Also es ist immer so ein bisschen vorgekommen, als wäre es einfach Arbeit für nichts. Und was mir extrem gefehlt hat oder was ich vermisse, ist eigentlich die Realität, dass die Leute plötzlich Angst haben, an der Straße nachzukommen, dass man einander nicht mehr auf die Hand geht, dass man einander sich nicht mehr umarmen darf, dass die Leute immer Abstand haben, Masken tragen, in ein Geschäft nicht gehen können, dass wir nicht im Restaurant essen können, dass wir nicht auf die Terrasse können. Also, mich denke, das ist ein riesiger Einschnitt ins Leben. Also meine grosse Vision ist, dass eigentlich alles wieder so zurückkommt, wie es war. Einfach mit viel Erfahrung und dass man auch mal so etwas erlebt hat. Ich glaube, man wird in Zukunft das Leben oder die Freiheiten noch mehr schätzen, weder das, was wir bis jetzt hatten. Also ich träume schon davon, dass wir wieder auf eine Normalität zurückkommen, dass das Corona vielleicht halt einfach ein Bestandteil vom Leben wird, ohne dass das unser Leben dirigiert und dass alle Clubs wieder öffnen können, dass alle Künstler wieder können ihre Aufgaben machen und ihre Lebensinhalt machen, dass wir ein Open Air machen können, dass die Bands können spielen können, dass man wieder zusammen sein kann, dass man zusammen an einer Bar etwas treichen kann. Und für mich ist eigentlich so die Reihenfolge Essen, Treichen und Kultur. Also das ist ein Lebensrecht, das ist überlebenswichtig. Und ich hoffe schon, dass wir wieder darauf zurückkommen, dass man die Kultur wieder leben darf.